Tagesordnungspunkt 15, rufe auf Tagesordnungspunkt 16, Antrag der Piraten, Drucksachennummer 5742, transatlantisches Freihandelsabkommen TTIP, darf die kulturelle Vielfalt in NRW nicht gefährden. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Lammler das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen zu Hause und einige wenige auf der Tribüne. NRW ist ein wichtiger Standort für Webvideos. Webvideos sind Videoproduktionen, die online veröffentlicht werden und dort ihre Verbreitung finden. Die Film- und Medienstiftung unterstützt die European Web Video Academy hier in Düsseldorf darin, den Nachwuchs an jungen Webvideoproduzenten effektiv zu fördern. Die Oscars der Generation YouTube, der Webvideopreis, wird übrigens in Düsseldorf vergeben. Diese kreative Energie vieler kleiner und mittlerer Akteure, aber auch von professionalisierten Laien, den Prosumenten, ist das, was unseren Kreativstandort so spannend und lebendig macht, meine Damen und Herren. Dieser Kreativstandort NRW ist aber auch auf Rahmenbedingungen angewiesen, die innovationsfördernd sind. Die Bedürfnisse von vielen kleinen und mittleren Akteuren in diesem Feld müssen unserer Meinung nach viel stärker berücksichtigt werden. Diese Leute machen nämlich das kreative NRW aus. Der Deutsche Kulturrat und auch der Landesmusikrat NRW sprechen sich vehement für eine Herausnahme des Kultur- und Mediensektors aus dem Geltungsbereich der TTIP-Verhandlung aus. Und das ist auch gut so. Diese Herausnahme des Kultur- und Medienbereichs ist vor allem als ein Schutz vor Deregulierung gedacht, dem Abbau von Handelshemmnissen zwischen der EU und der USA soll regulatorischer Schutz für Kultur und Medien entgegengesetzt werden. Allein deshalb, weil die USA die UNESCO-Konvention zum Schutz und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen noch nicht ratifiziert hat. Soweit stimmen wir dem also zu, was bisher geschah. Aber diese Forderungen gehen uns Piraten noch nicht weit genug in die Materie hinein, um einen effektiven Schutz für den Kreativstandort in NRW zu gewährleisten. Wir müssen die Situation etwas breiter betrachten, auf der das Problem existiert. Und da kristallisieren sich zwei große Bereiche heraus. Einmal das Immaterialgüterrecht mit dem Urheberrecht und die Telekommunikation. Eine lebendige Kreativ- und Kulturlandschaft, wie wir sie hier in NRW haben, lebt nun mal von Spielräumen. Das sind nicht nur Spielräume in Form von Theatern, Studios und Proberäumen, sondern auch urheberrechtlicher, fair gestalteter Spielraum, der im Sinne der Kreativen und nicht im Sinne der Verwerter und Medienkonzerne besteht. Und hiermit meine ich zum Beispiel einen sicheren Rechtsrahmen für Remixe und für Zitate. Lösungsmöglichkeiten gibt es bereits, zum Beispiel durch die Verwendung von freien Lizenzen, wie zum Beispiel Creative Commons. Deren Verwertung ist jedoch zum Beispiel bei der Verwertungsgesellschaft GEMA nicht ohne weiteres möglich. Und gerade aus diesem Grund hat sich zum Beispiel auch die Europäische Verwertungsgesellschaft C3S gegründet, die auch übrigens mit NRW-Landesmitteln bezuschusst ihren Hauptsitz in Düsseldorf jüngst eröffnet hat. Sie sehen, NRW hat ein bedeutendes, zukunftsträchtiges Potenzial, was Kultur und Medien betrifft. Und dies wollen wir auch effektiv schützen. Es ist bekannt, dass TTIP sich zum ACTA-Wiedergänger entwickeln könnte. Und ACTA, meine Damen und Herren, wir erinnern uns, wurde zum Glück vom EU-Parlament abgeschmettert. Mithilfe vieler, vieler Akteure, Aktivisten, Menschen, die auf die Straße gegangen sind, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. ACTA wurde abgeschmettert unter anderem, weil die dort vorgesehene Harmonisierung der Immaterialgüterrechte
auch der kulturellen Vielfalt erheblichen Schaden zufügen könnten. Die rechtliche Bevorzugung der Situation der großen Medien- und Unterhaltungskonzerne mag zwar innerhalb dieser Monopole für Wachstum und Geldstrom sorgen, die vielen, vielen kleinen und mittleren Kreativakteure bleiben jedoch in diesem Verlauf immer stärker zurück. Und im Bereich der Telekommunikation ist vor allem die Netzneutralität, meine Damen und Herren, wir haben letzte Woche im Ausschuss Kultur und Medien zusammen mit Rot-Grün nach einem Jahr politischer Arbeit die Verhandlungen, einen gemeinsamen Antrag verabschiedet. Und das zeigt, dass wir hier auch auf dem guten Weg sind. Gerade Netzneutralität ist für Kreative ein lebenswichtiger Faktor, wenn es um die Selbstvermarktung im Internet geht. Frau Präsidentin, ich komme gleich zu Ende. Meine Damen und Herren, wir müssen bei der Gestaltung genau darauf achten, welche anderen Bereiche dem Schutz für unsere Kultur und den Kreativstandort in NRW bei den Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen beeinträchtigen oder unterwandern könnten. Mit diesen mahnenden Worten möchte ich abschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Langler. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Bialas. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe großes Verständnis, dass immenses Misstrauen im Hinblick auf die Verhandlungen bezüglich des Freihandelsabkommens zwischen den USA und der EU bestehen. Und warum auch gerade im Kultursektor? Erstens, es war die schwarz-gelb geführte Bundesregierung, die keine Ausnahme für Sonderregeln für Kunst und Kultur forderte. Zum Glück waren es die Franzosen. Zweitens, es gibt im Grunde genommen keine Positivliste, also keine Verständigung über den Inhalt des zu Verhandelnden, also kein klar benanntes und umrissendes und begrenztes Mandat, sondern Negativlisten, in denen aufgelistet ist, was nicht verhandelt werden soll, wobei im Grunde alles andere zur Disposition steht. Und genau da fragt man sich dann natürlich mit einer gewissen Unruhe, ob auch alle Facetten des schützenswerten Gutes erfasst sind, ob alle Begrifflichkeiten stimmen, ob nicht möglicherweise unterschiedlich interpretiert wird. Drittens, die gesamten Verhandlungen finden abgeschieden und im Geheimen statt. Die derzeitige Intransparenz, gerade auch hinsichtlich des Verhandlungsmandates, lässt für viele nicht zwingend einen geradlinigen Weg erkennen, der dazu führt, dass das Abkommen ab einem gewissen Zeitpunkt völlig offen in der Zivilgesellschaft und auch im politischen Rahmen debattiert wird. Und viertens, die Absicht einer Investitionsschutzklausel verunsichert zutiefst. Denn es darf kein Klagerecht gegenüber demokratisch legitimierten und gesetzlich normierten Schutzräumen für Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge und von öffentlichen Dienstleistungen geben. Dies unterminiert unsere Demokratie, unterminiert unsere Grundrechte. Fünftens. Sogenannte kulturelle Dienstleistungen sind der zweitgrößte Exportmarkt der USA. Wenn hier eine weitere Expansion nach anderen Rechtsgrundlagen beabsichtigt ist, sind unsere derzeitige Kulturlandschaft und unsere Kulturförderung im Höchstmaß betroffen. In den USA regiert weitestgehend der Markt. 13% der Kunst- und Kulturförderung werden vom Staat getragen, im Gegensatz zu fast 87% in Deutschland. Und damit regiert auch der Markt bei den Inhalten. Nicht Qualität, sondern aktueller Geschmack eines breiten Publikums ist primäres Kriterium der Orientierung bei der Werkbeförderung und der Werkschaffung. Der kreative, schöpferische Akt wird mehr und mehr aufgegeben, produziert werden gängige und profitable Formate. Das Ansehen von Kulturgütern als Handelsware wäre das Ende unseres heutigen Verständnisses von Kultur und ihrer Aufgaben. Natürlich fallen hier die Themen hinein: Urheberschutz, Buchpreisbindung, Kunst- und Kulturförderung, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Fernsehen, Filmförderung, Steuervergünstigungen, aber auch freier Zugang zu den Fördertöpfen für alle als ein einklagbares Recht. Daher, das alte Europa ist eine Kulturregion allererster und besonders
qualitativer Güter. Europa identifiziert sich hierüber, nicht nur des kulturellen Erbes, sondern der weiteren kulturellen Produktivität. Europa bezieht hieraus seinen Reichtum. Wir verstehen Kultur in erster Hinsicht nicht als Ware, sondern als Grundrecht und Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Auf Antrag der SPD und Bündnis 90 Die Grünen vom 7.5.2013, also knapp vor einem Jahr, haben wir hier im Landtag bereits Folgendes beschlossen. Ich darf zitieren: Der Landtag appelliert an die Bundesregierung, insbesondere an das federführende Wirtschaftsministerium, ihrer Verpflichtung nachzukommen, die Kultur- und Medienhoheit der Länder zu wahren und keine Verhandlungen für den Kultur- und Medienbereich zu einem transatlantischen Freihandelsabkommen aufzunehmen. Dies gilt selbstverständlich weiterhin und muss unsererseits nicht jährlich neu verabschiedet werden. Unser jetziger Wirtschaftsminister auf Bundesebene, Sigmar Gabriel, äußerte sich hierzu ebenfalls sehr eindeutig. Und eines ist für uns daher sehr klar: Die Errungenschaften der Arbeiterbewegung in Hinblick auf Arbeits- und Sozialstandards, als auch in Hinblick auf unser kulturelles Verständnis, dass Kunst öffentliche Aufgabe ist und sich auch neben einem Markt mit seinen Mechanismen behaupten können muss, werden bewahrt. Ein Aufweichen oder einen Abbau wird es mit uns hier nicht geben können. Aber wir sehen in dem Freihandelsabkommen grundsätzlich nicht nur Risiken, sondern Chancen ebenfalls. Es geht daher um faire Bedingungen für Wirtschaft und genauso um faire Bedingungen hinsichtlich der Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Eine Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bielas. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Schick. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP darf die kulturelle Vielfalt in Nordrhein-Westfalen nicht gefährden. So lautet der Antrag der Piraten. Und ich habe keinen Zweifel, dass diese Forderung von allen Parlamentariern hier gleichsam geteilt wird. Ich habe auch keinen Zweifel, dass diese Forderung von der Bundesregierung genauso unterstützt wird und die Bundesregierung die kulturelle Vielfalt in Deutschland in diesem Freihandelsabkommen absichern will. Dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sieht man auch am Verhandlungsmandat der Europäischen Kommission. Aus diesem sind audiovisuelle Dienstleistungen herausgenommen. Außerdem ist ausgewiesenes Ziel, so führen es ja auch die Piraten in ihrem Antrag aus, den Kultur- und Mediensektor grundsätzlich aus dem Geltungsbereich des TTIP-Abkommens herauszunehmen. Damit wären sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk als auch eine eigenständige Kulturpolitik der Länder abgesichert. Richtig ist aber auch, dass es Befürchtungen hinsichtlich weiterer Auswirkungen des Freihandelsabkommens gibt. Als Schlagworte möchte ich hier das Urheberrecht und den Investitionsschutz nennen. Zunächst zum Urheberrecht. Das Freihandelsabkommen darf und wird kein Förderprogramm zugunsten von US-Produzenten und US-Filmstudios sein. Mit dem WIPO-Vertrag und dem Pekinger Vertrag wird bereits der Schutz ausübender Künstler sowie von Tonträgerherstellern harmonisiert. Problematisch ist der Wunsch der USA, der EU-Kommission und einiger Mitgliedsländer, die ein Investor-Staats-Schiedsvertragsverfahren unbedingt in das Abkommen aufnehmen möchten. Ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie deutlich gemacht hat, dass spezielle Investitionsvorschriften nicht erforderlich sind. Trotz dieser Probleme, über die wir dann im Ausschuss sicherlich noch etwas intensiver diskutieren werden, muss man festhalten, dass das Freihandelsabkommen mit den USA zu gesamtwirtschaftlichen Gewinnen für Europa von rund 119 Milliarden Euro pro Jahr führen kann. Damit muss man im Auge haben, dass Wachstum und Beschäftigung für uns wichtig sind. Diesen Zielen fühlen wir uns ebenfalls verpflichtet. Deshalb geht es nicht darum, das Abkommen von vornherein zu verteufeln. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Der Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. Vielen Dank, Herr Kollege Schick.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Kainis. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 119 Milliarden, Herr Schick, von denen Sie sprechen, das ist ja eine offizielle Zahl aus der EU-Kommission. Bei diesen Zahlen, vor allen Dingen, wenn es so genau ist, da bin ich dann immer skeptisch, muss ich sagen, weil es können ja 120, 121 sein, vielleicht sind es auch nur 117. Da halte ich mich immer sehr zurück, das einzuschätzen. Wie Sie wissen, die Grüne Fraktion hat zu dem Thema TTIP eine sehr dezidiert andere Position eingenommen. Wir haben am 4. Februar dieses Jahres einen Fraktionsbeschluss gefasst, der das Handelsabkommen insgesamt erstmal kritisch einschätzt. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, es ist hier schon erwähnt worden, dass dieses Abkommen vor allem hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Und ich bin meinem Kollegen Stefan Engsfeld besonders dankbar, der als europapolitischer Sprecher unserer Fraktion das Thema immer wieder in die Fraktion getragen hat und frühzeitig mit deutlich gemacht hat, dass wir hier sehr gut aufpassen müssen, weil es um ganz viele, genau, Herr Fraktionsvorsitzender, einmal hochleben lassen, ganz viele kritische Punkte gibt, die mit diesem Abkommen für uns alle zur Diskussion gestellt werden. Und man soll sich da nicht vertun. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das so offen sagen darf, Herr Lammler, das tut Ihr Antrag auch. Ich finde das nicht falsch, es herunterzubrechen auf die Kreativszene, die Sie da jetzt beschreiben. Aber es ist ein ganz kleiner Teil unserer Kreativszene. Es ist eben nicht das Ganze, sondern es ist ein ganz kleiner Teil. Und da waren wir voriges Jahr, darauf hat Herr Bialas eben ja schon hingewiesen, doch schon weiter. Wir haben doch genau das alles gemeint mit unserem Beschluss hier im Landtag am 7. Mai und waren ganz frühzeitig, gerade die Kultur- und Medienleute, sensibilisiert, weil uns eben klar ist, dass auch dieser Bereich Kultur und Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch die Kulturförderung Teile unserer Daseinsvorsorge in Nordrhein-Westfalen, aber in der Republik überhaupt sind und letztlich ein Stück Identifikationsmerkmal des, wie Herr Bialas eben so schön zitierte, alten Europas. Und vor dem Hintergrund ist Ihr Ausschnitt nicht schlecht gewählt. Man kann auch diesen Teil darin sehen, aber Ihr Antrag kommt natürlich ein Jahr zu spät und er greift im Grunde nichts wirklich Neues auf an der Stelle, wo wir uns im Grundsatz einig sind, dass wir dies vor dem Zugriff der Konzerne schützen wollen. Und da zielt meiner Ansicht nach Ihre Argumentation, jedenfalls so, wie ich es wahrgenommen habe, ein Stück daneben. Die eigentliche Gefahr geht doch nicht davon aus, dass wir das Urheberrecht nicht vernünftig der digitalen Zeit anpassen wollen, sondern die Gefahr geht doch davon aus, dass es Unternehmen wie Google, wie Amazon, wie andere, Microsoft und andere große amerikanische Player mit all diesen Dingen überhaupt nicht ernst meinen und eine ganz andere Linie verfolgen, als wir sie hier in Europa, wir in Deutschland, wir in Nordrhein-Westfalen zu diesen Themen verfolgen. Und vor dem Hintergrund habe ich den Eindruck, müssen wir uns mit dem Antrag im Ausschuss durchaus noch mal befassen und tun das auch gerne. Aber die eigentlichen Diskussionen zu TTIP, die müssen in allen anderen Gebieten mindestens ebenso intensiv stattfinden. Und ich weiß, dass Sie das auch in keiner Weise mit ausschließen. Ich will noch darauf hinweisen, Sie weisen auf einen großen Leak hin, der stattgefunden hat, dank der Europafraktion der Grünen, die geleakt haben, das, was in geheimen Hinterzimmern als Verhandlungsmandat sozusagen definiert worden war. Wenn es nicht zu entsprechender Transparenz bei TTIP kommt, dann glaube ich, müssen wir insgesamt diesem Abkommen sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Herr Schick, entschuldigen Sie auch mit Hinblick auf die 119 Milliarden, die Sie genannt haben. Das Handelsabkommen ist eine große, stellt große, uns vor große Probleme. Und einen Punkt, auf den es schon mal hingewiesen worden ist. Herr Kollege Kainis, Entschuldigung, bitte? Bevor Sie zum Ende kommen und ich ein Problem bekomme, der Herr Kollege Kern würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Kainis, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade zu Recht ausgeführt, dass wir hier uns in diesem Hause schon mit TTIP befasst haben und da auch bei den Verhandlungen jetzt der audiovisuelle Bereich ja ausgenommen wurde. Und wir sagten, jetzt haben wir da eigentlich schon recht weitgehende Regelungen bekommen. Das ist so, haben so getan, als wäre das ja so ein bisschen überflüssig. Aber teilen Sie mit mir die Auffassung, dass ja damit nicht die, der Bereich des geistigen Eigentums, sogenannten geistigen Eigentums, ausgeklammert ist und dass das Verhandlungsmandat, das jetzt noch besteht über TTIP, genau diesen Bereich halt neu regeln will und damit eben dieser kulturelle Bereich durchaus weiterhin betroffen und bedroht ist. Also der kulturelle Bereich ist bedroht aus meiner Sicht durch das Investorenschutzabkommen, was damit verbunden wäre. Nämlich, dass man hingeht und sagt, es gilt sozusagen das Prinzip, das Rechtsprinzip von dem,
Ort aus, von wo aus der Handel da aktiv ist. Das ist das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Und das betrifft möglicherweise natürlich dann auch Urheberrechtsfragen. Das ist ja richtig. Wir unterhalten uns ja über das Urheberrecht in Deutschland viel differenzierter, als es aus amerikanischer Sicht passiert. Das, glaube ich, sind wir uns an dem Punkt einig. Und wir unterhalten uns eben auf einem Level, wo wir sagen, für User und Produzenten muss es zu einem gerechten Ausgleich kommen. Da mag es aber zwischen Piraten und Grünen auch gewisse Unterscheidungen noch geben, was dann im Einzelnen gerecht ist. Aber vom Prinzip her bin ich der Meinung, dass wir die eigentliche Gefahr unterschätzen, die davon ausgeht, dass die Amerikaner, übrigens ja auch in einer Rekordzeit, wenn man sich überlegt, im Juli 13 sind die Verhandlungen begonnen worden, Ende 15 sollen die abgeschlossen sein, bis zur kleinsten Regelung darüber, welche Rücklichter an welchen Fahrzeugen wie montiert werden, soll das alles verhandelt werden innerhalb von 2 Jahren. Ich halte das für sehr gewagt und genau unter dieser Eile und unter der Geheimniskrämerei vermuten wir Grünen, und das haben wir deutlich gemacht in den verschiedenen Ebenen, im Europaparlament, in Berlin, aber auch hier in Düsseldorf, vermuten wir halt eben versteckt große Nachteile für uns alle, wenn wir dieses Abkommen so abschließen, wie es die Amerikaner sich im Wesentlichen wünschen. Und noch eins darüber hinaus, es soll ja dann auch ein, so habe ich das von Stefan Engsfeld immer verstanden, es soll ja dann ein Vorbildabkommen sein für alle anderen Länder, mit denen wir solche Abkommen auch noch schließen sollen. Und da wirkt das dann nochmal doppelt gefahren. Wir werden uns im Ausschuss weiter darüber unterhalten. Und ich denke, dass wir uns insgesamt über das, was hier schon gesagt wurde, sehr einig sind. Wir haben auch gerade im Hinblick auf den öffentlichen rechten Rundfunk und die Folgen für unsere Kunst- und Filmförderung große Befürchtungen, dass hier Löcher aufgerissen werden, die jenseits der von Ihnen im Antrag angesprochenen Problematik für uns eine Gefahr darstellen. Und deshalb freue ich mich auf weitere Debatten und hoffe, dass wir insgesamt dazu kommen werden, einem Abkommen, was nicht unseren Interessen hier in Europa, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen dient, auch nicht zustimmen müssen. Das wird noch ein spannender Prozess. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Keimes. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Schmitz. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Überschrift des Antrags der Piratenfraktion, den wir heute beraten, können wir als FDP-Fraktion ohne Vorbehalt zustimmen. Die kulturelle Vielfalt in Nordrhein-Westfalen darf nicht gefährdet werden. Kulturelle Vielfalt nämlich ist ein Ausdruck von Freiheit. Aber diese scheint dann bei der Piratenfraktion nach der Überschrift rasch zu Ende. Meine Damen und Herren, es ist doch so. Die Piraten haben aufmerksam zur Kenntnis genommen, dass in der Bevölkerung ein gewisses Unbehagen gegen das transatlantische Freihandelsabkommen existiert. Das ist grundsätzlich ja auch gut so. Eine kritische Öffentlichkeit ist Bestandteil einer starken Demokratie. Und ein Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union ist ein Projekt von großer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Tragweite. Es ist daher richtig, den Fortgang genau zu beobachten. Für die FDP-Fraktion sage ich, wir treten für Freihandel ein und haben keine Angst vor der breiten Welt der Freiheit. Wir sehen darin die Chancen für Arbeitsplätze, für Wachstum und für niedrige Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber klar ist auch, in solchen Verhandlungen sitzen sich nicht ausschließlich vorbehaltlos Anhänger eines grenzenlosen Freihandels gegenüber. Dort sitzen in erster Linie Vertreter bestimmter Interessen. Sie wollen möglichst viele ihrer Interessen durchsetzen. Und aus diesem Grund ist es also ganz grundsätzlich notwendig, die Verhandlungen genau zu beobachten. Es ist insbesondere Aufgabe der Bundesregierung, ihr Gewicht in die Verhandlungen einzubringen. Sie muss dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und Europas keine Nachteile durch das Abkommen erleiden. Namentlich ist das die Aufgabe von Bundeswirtschaftsminister Gabriel, der übrigens auch für die Koordinierung der Europapolitik der Bundesregierung zuständig ist. Er hat dafür zu sorgen, dass ein faires und vertretbares Ergebnis vorgelegt wird. Und er muss die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen. Meine Damen und Herren, kommen wir zurück zum Antrag. Die Piraten haben also festgestellt, dass sich Unbehagen gegenüber Freihandelsabkommen breit gemacht hat. Sie versuchen nun, dieses mit möglichst effekthascherischem Überschriften und unsachlichen Initiativen für sich nutzbar zu machen.
Das ist zwar im Grundsatz verständlich, aber falsch. Dass die Initiative der Piraten dabei unsachlich ist, erklären Sie ja bereits selbst in Ihrem Antrag. Sie weisen darauf hin, dass Medien- und Kulturpolitik nicht Bestandteil der Verhandlungen sind. Sie sind sogar explizit ausgenommen. Und auch das ist richtig und wird von der FDP-Fraktion unterstützt. Frau Kollegin Schmitz, Entschuldigung, dass ich auch Sie unterbreche. Herr Kollege Sommer würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmitz, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob Sie bereit zur Kenntnis zu nehmen sind, dass es den Piraten nicht darum geht, dass ein gewisses Unbehagen gegen irgendein Freihandelsabkommen besteht, sondern dass das Unbehagen der Piratenfraktion und der Piratenpartei an der Stelle, kann ich glaube ich komplett sagen, darin besteht, dass alle diese Verhandlungen im absoluten Geheimen stattfinden. Freihandel ist für uns kein Problem, aber diese Geheimverhandlungen, die sind ein Problem. Sind Sie bereit, das zur Kenntnis zu nehmen? Vielen Dank. Also ich betone noch einmal, was die Medien- und die Kulturpolitik angeht, so ist sie explizit ausgenommen. Des Weiteren geht aus Ihrem Antrag nicht deutlich hervor, was Sie eigentlich wirklich möchten. Und es ist auch richtig und wird von der FDP-Fraktion unterstützt, dass die Kultur- und Medienpolitik explizit ausgenommen ist. Bei internationalen Abkommen muss selbstverständlich das Gleiche gelten, was innerhalb der Europäischen Union gilt. Kultur- und Medienpolitik sind Angelegenheiten der Mitgliedstaaten. Die EU ist nicht dafür da, Kulturförderinstrumente zu regulieren oder die Kultur- und Medienvielfalt in Europa zu harmonisieren. Frau Kollegin Schmitz, ich muss Sie leider noch einmal unterbrechen und fragen, ob Sie diesmal eine Zwischenfrage des Kollegen Priggen zulassen möchten. Bitte schön, Herr Priggen. Danke schön, Frau Kollegin Schmitz, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte einfach gerne insistieren. Der Kollege der Piraten hat eben gefragt, und das ist für mich auch die Frage. Wir haben nichts gegen Freihandelsabkommen. Das ist sinnvoll, das kann man sehr gut machen. Aber was uns stört, neben konkreten anderen Sachen, ist die absolute Geheimhandlung der Verhandlungen, die zu diesem Abkommen führen. Und die Frage an Sie ist, ob Sie das teilen und ob Sie das auch verstehen und das auch so akzeptieren, dass einen das stört, dass es nicht transparent ist, sondern absolut geheim. Herr Priggen, ich nehme das zur Kenntnis. Ja, ich nehme das zur Kenntnis, dass man natürlich hier vorsichtig sein muss. So, worum geht es? Ich wiederhole, es ist aber sehr wohl, also die EU ist nicht dafür da, Kulturförderinstrumente zu regulieren oder die Kultur- und Medienvielfalt in Europa zu harmonisieren. Sie ist aber sehr wohl dafür da, etwa die Roaminggebühren in Europa abzusenken. Es geht um die Beseitigung und Verhinderung von ungerechten Markteintrittsbarrieren und von Protektionismus. Das ist aber auch das Ziel des transatlantischen Freihandelsabkommens der TTIP. Ich persönlich finde den Antrag der Piraten vor diesem Hintergrund wenig überzeugend. Und ich kann offen gesagt auch keine konkreten Maßnahmen erkennen, die im Beschlussteil Ihres Antrags gefordert werden. Insofern besteht doch der Verdacht, dass es Ihnen hier um eine reine Showveranstaltung geht. Vielleicht können die Antragsteller die Vermutung ja in den anstehenden Ausschussberatungen entkräften. Die FDP-Fraktion stimmt der Überweisung in den Ausschuss für Kultur und Medien zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmitz. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Schneider in Vertretung für Herrn Minister Dürr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in Ihrem Antrag fordern die Piraten die Landesregierung auf, sich für einen effizienten Schutz der Kreativ- und Kulturlandschaft in NRW einzusetzen. Wenn Sie mit dem Antrag erreichen wollen, dass sich die Landesregierung für die Herausnahme der Bereiche Kultur und Medien aus dem Freihandelsabkommen der EU mit den USA einsetzen soll, dann kommen Sie, liebe Piraten, zu spät. Genau das hat ein Redner hat eben schon darauf hingewiesen, die Landesregierung vor einem Jahr in Übereinstimmung mit einer Entschließung des Landtags getan.
Der Bundesrat hat sich mit den Stimmen von NRW dafür ausgesprochen und er war damit erfolgreich, denn dies ist genauso in das Verhandlungsmandat eingeflossen, auf dessen Grundlage die Europäische Kommission jetzt verhandelt. Wir haben uns hier also auf Grundlage eines Antrages des Landtages von Nordrhein-Westfalen durchgesetzt. Das räumen Sie im Übrigen auch in Ihrem Antrag selbst ein. Eigentlich wäre das ein Grund der Landesregierung, für die erfolgreiche Wahrnehmung von Landesinteressen zu danken. Dabei könnte man es dann auch belassen, denn die erfolgreiche Durchsetzung dieses Anliegens ist ein starker Beleg dafür, dass es entgegen vielfach artikulierter Ängste sehr wohl möglich ist, auf die Verhandlungen über das TTIP Einfluss zu nehmen. Wenn Sie über den Hebel TTIP eine Grundsatzdebatte über das Urheberrecht entfachen wollen, dann meine ich, ist dies ein unpassender Anlass. Sie machen mit Ihrem Antrag den gleichen Fehler, der bei vielen TTIP-Kritikern zu beobachten ist. Sie kommentieren ein Abkommen, das es noch gar nicht gibt. Sie unterstellen alle möglichen und unmöglichen Eingriffe auf deutsche Schutzstandards und Verbraucherrechte. Jetzt beschwören Sie sogar eine Monopolbildung auf dem Kultursektor als Folge von TTIP. Bezeichnend ist, wie oft Sie in Ihrem Antrag ausführen, es gäbe Befürchtungen, es könne nicht ausgeschlossen werden, möglicherweise würden Rechte eingeschränkt und so weiter und so fort. Lassen Sie uns doch abwarten, worauf sich die Verhandlungsführer auf der Basis der ihnen erteilten Verhandlungsmandate verständigen werden. Im Anschluss daran können wir immer noch diskutieren, ob das TTIP uns als Gesamtpaket mehr Nutzen oder mehr Schaden bringt. Dann wird auch der Bundesrat wieder befasst und sich eine endgültige Meinung bilden. Sie beklagen, und ich denke mit Recht, dass die Verhandlungen zu TTIP zu wenig transparent geführt werden und dass ihnen zu wenig über den Verhandlungsstand bekannt ist. Aber sie wissen schon jetzt, dass sie dagegen sind. Das passt alles nicht so richtig zusammen. Ich bin im Übrigen Bundeswirtschaftsminister Gabriel sehr dankbar dafür, dass er zu einer Versachlichung der Debatte beigetragen hat. Herr Minister, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lammler zulassen? Bitte schön. Bitte. Ja, Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich weiß, es ist eigentlich nicht Ihr Ressort und Sie sprechen in Vertretung. Dennoch ist Ihre Rede oder Ihr Redebeitrag ziemlich scharf und deswegen muss ich Sie einfach fragen, das, was bekannt ist, ist die Tatsache, dass bei den Verhandlungen über den Begriff des geistigen Eigentums gesprochen wird. Mich würde interessieren, was Sie unter dem Begriff geistiges Eigentum im Bereich der Kultur und Medien verstehen. Das ist ein weitreichendes Feld, das wir sicherlich nicht am heutigen Abend behandeln dürfen und können. Ich kann Ihnen nur sagen, Nordrhein-Westfalen, diese Landesregierung wird sich in einem umfassenden Sinne dafür einsetzen, dass geistiges Eigentum geschützt wird. Und ich sage auch gleich noch etwas zu diesem Thema, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ich bin, wie eben schon ausgeführt, Herrn Gabriel sehr dankbar dafür, dass er hier zur Sachlichkeit in der Debatte beigetragen hat. Vor einer Woche hatte er die Fachöffentlichkeit, Vertreter aus allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft zu einer hochkarätigen Informationsveranstaltung mit den beiden Verhandlungsführern der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten nach Berlin eingeladen. Dort konnten auch die Nichtregierungsorganisationen, die sich kritisch mit TTIP äußern und zu diesem Thema äußern,
mit den maßgeblichen Akteuren der Verhandlungen diskutieren. Besonders erfreulich ist, dass Gabriel gestern, es war wohl in der Rheinischen Post, die Gründung eines Beirats bekannt gegeben hat, die die Verhandlungen zum Handelsabkommen begleiten werden und in dem neben Kultur- und Verbraucherschützern auch Nichtregierungsorganisationen, Arbeitgeber und Gewerkschaften, andere gesellschaftliche Kräfte vertreten sein werden. Ich denke, dass die ganze Diskussion dadurch belastet ist, dass Offenheit und Transparenz als wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein solch weitreichendes Abkommen gesellschaftliche Akzeptanz finden, nur unzulänglich und unzureichend vorhanden ist. Daran muss gearbeitet werden. TTIP ist kein Deregulierungsprojekt und kein Projekt zur umfassenden Absenkung von Standards. Es ist der Versuch, technische Standards einander anzupassen oder aufeinander abzustimmen, und zwar so, dass die berechtigten Schutzinteressen der beiden Wirtschaftsräume respektiert werden, auch unterschiedlich hohe, wenn das politisch erfolgt und gewollt wird. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn sich die Verhandlungsführer an ihre Verhandlungsmandate halten, wird es keine Herabsetzung bestehender Standards geben. Und darauf werden wir natürlich auch in Nordrhein-Westfalen besonders achten. Natürlich gehört der Schutz des geistigen Eigentums zu den Themen, die in einem Handelsabkommen behandelt werden müssen, aber eben nicht im Sinne einer Absenkung von Standards. Das ist ja Ihre große Sorge. Ich sehe nicht, dass TTIP die kulturelle Vielfalt in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland oder in Europa gefährden kann, wenn, ich wies eben schon darauf hin, die Verhandlungsführer sich an das ihnen erteilte Mandat halten. Wir werden dies kontrollieren und begleiten. Und dann kann TTIP auch im Bereich von Kultur etwas sehr Wertvolles, Vernünftiges für Europa, für Deutschland und NRW beinhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Ich muss darauf hinweisen, dass die Landesregierung ihre Redezeit um 2 Minuten und 39 Sekunden überzogen hat. Ich sehe aber bei den Fraktionen keine weiteren Wortmeldungen mehr, und wir kommen damit, wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 19/5742 an den Ausschuss für Kultur und Medien federführend sowie an den Ausschuss für Europa und eine Welt. Die abschließende Abstimmung soll dem federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Wir kommen